7 Fragen an. An eine Hebamme. Ich bin Julia, ich bin 31 Jahre alt und ich komme aus Münster. In der Schule zwischen die Sommerferien, zwischen der 12. und 13. Klasse, wollten wir auf ein Festival fahren und das Auto, was wir dafür leihen wollten, gehört halt den Eltern von einer Freundin, die auch nochmal gerade Eltern geworden sind. Und das Fahren üben haben wir dann halt verbunden mit zu den Untersuchungsterminen fahren mit der Mama. Und das fand ich so spannend, dass ich dann in den gleichen Sommerferien direkt auch ein Praktikum gemacht habe im Kreissaal und das auf jeden Fall einen super schönen Beruf fand. Also ich arbeite im Moment ohne Geburtshilfe. Das bedeutet, dass ich Kurse gebe für Schwangere, für werdende Eltern, dass ich Frauen in der Schwangerschaft betreue und besuche. Das heißt, gucke, wächst das Baby, ne? Also Untersuchungen, sogenannte Vorsorgen in der Schwangerschaft. Der größte Teil sind Hausbesuche nach der Geburt, wenn die Familie mit dem Baby entlassen werden. Dass man dann guckt, erholen sich alle, geht's Mama gut, geht's Baby gut. Und Rückbildungsgymnastik, das ist nochmal so ein Schwerpunkt, ein paar Wochen nach der Geburt. Letztendlich aber im ganzen ersten Lebensjahr, wenn Fragen zur Ernährung zum Beispiel auch sind des Babys. Stillen, Brei und so weiter. Also der größte Unterschied ist eigentlich, dass eine Hebamme eine Geburt betreut, die physiologisch läuft, also wo alles gut ist, wo alles normal läuft, so wie es soll. Und der Arzt hinzugezogen werden muss, wenn irgendwas pathologisch ist, also wenn es nicht mehr funktioniert, wie die Natur es vorgesehen hat. Freiberuflich mit dem ganzen Papierkram, die Haftpflichtversicherung, die einfach sehr teuer ist, vor allem mit Geburtshilfe. Klinik, mit Klinik, Alltag, Schichtdienst, in Deutschland immer noch Klinik mit kirchlichem Träger, nehmen nur Leute, die eine Konfession haben, sowas zum Beispiel. Ja, so immer erreichbar, immer auf Abruf, das greift schon auch ins Privatleben ein irgendwie, immer dieses Telefon am Start zu haben, immer gestört werden zu können, das sind so die, ja, so Alltagsschwierigkeiten. Der Knackpunkt ist ja, dass so Arzt-Hebamme-Kompetenzgerangel, was es vielleicht manchmal im Kreissaal gibt, dadurch unterbunden werden soll, weil jetzt haben beide studiert. Ich finde gut, dass wenn zum Beispiel eine Hebamme das studiert hat und in die Forschung geht, auch ganz andere Fortbildungen selber machen kann. Also ich finde, die Fortbildungen sind seitdem interessanter, besser geworden. Es sind halt Leute ausgegrenzt unter Umständen, die das vorher als Ausbildung machen konnten. Und also ich habe in der Ausbildung einfach sehr geschätzt, wie viel Praxisanteil da war und hatte immer noch das Gefühl am Ende, das war zu wenig. Mir fehlt immer noch Praxiserfahrung und ich weiß nicht, ob es nicht noch weniger ist oder noch mal anders. Das ist schon irgendwie ein tolles Gefühl, obwohl ich oft dann gar nicht mehr so das Gefühl dazu habe, das ist so das Baby von vorher, sondern es ist einfach wow, es ist einfach ein Kind, was sich entwickelt. Ich mache das jetzt seit 9 Jahren, also so alt sind die noch nicht. Mir hat eine Kollegin mal erzählt, die macht das seit 25 Jahren, dass sie jetzt ein Kind auf die Welt geholt hat, wo sie selber den Vater auf die Welt geholt hat. Und da sagt sie, das war ein irres Gefühl. Das Schönste ist, das ist einfach, du bist immer ganz nah am Leben, du bist immer mit jeder Familie in einer ganz besonderen Situation. Also du hast einfach immer Familien in einer schönen Ausnahmesituation. So, das, es ist nie irgendwie Alltag und irgendwie so, es ist, doch, das finde ich super.